Will ich darunter? Nein, nein, ich will nicht darunter. Muss ich darunter? Ja, ja, ich muss darunter. Was tut man denn nicht alles als Held? Oh, nein. Wieso muss es immer eine Kanalisation sein? Warum? Warum muss man immer nach unten und durch eine siffige Kanalisation? Es könnte auch sein, es muss auch einen Weg oben drüber geben. Schön über die Burgmauern, die schön sauber und cool sind. Nein, 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 nix Burgmauern. Man muss in die Kanalisation runter. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des heiteren Zockens. Wir führen heute unsere Reise fort in dem Spiel Warhammer Age of Sigmar Tempestfall. Da haben wir nämlich letztes Mal die Gruft hinter uns gebracht und haben neben dem Entsorgen von untotem Gesocks auch einige Gegenstände gefunden, mit dessen Hilfe wir nämlich jetzt unsere Waffen aufrüsten können. Und genau da spielen wir jetzt weiter und hüpfen rein in das Spiel Warhammer Age of Sigmar Tempestfall. Viel Spaß! So, meine lieben Freunde, genau hier waren wir. Hinter uns liegt die Gruft, die wir schon geschafft haben. Und jetzt sind wir wieder in dieser großen Halle, wo meine Sigma-Kollegen da oben auf uns warten. Und da oben ist auch der Amboss, mit dem ich unsere Waffen aufrüsten kann. Und da gucken wir einmal kurz in unser Inventar. Was haben wir denn? Genau, wir haben Sigmarit-Erz 10. 10 Stück scheinbar. Dann Sturmschriftrollenteile, die wir ja auch zum Aufrüsten brauchen. Und Celestium, was ja scheinbar ein sehr wertvolles, seltenes, ich sag mal, Artefakt ist. Und was ich genau damit machen kann, das weiß ich, glaube ich. Nee, das weiß ich noch nicht so richtig. Das habe ich noch nicht erfahren. Das erfahren wir vielleicht heute. So, also los geht's. Untersuche die Tempelgruft. Wie gesagt, erledigt. Verbessere deine Waffe. Ja, seht ihr mal, das ist genau, was wir tun müssen. Verbessere deine Waffe. Mehr steht jetzt hier noch nicht. Also, und dafür müssen wir da hoch. Und das tun wir jetzt auch. Zum, bam, batsch, buff, peff, poff, piff. Boah, jetzt wäre ich fast noch runtergebatscht. Okay, also. Konzentrieren wir uns, dass wir jetzt nicht direkt am Anfang wieder flöten gehen wegen irgendeinem Quatsch. So. Warte. Ah. What? What? Ah. Okay. Ich dachte schon, wie komme ich da rüber? Ey, was war das? Moment. Irgendwie war das gerade so komisch am Wackeln. Jetzt geht's. Okay. Nur ein bisschen langsamer, ein bisschen bedachter vorgehen, Freunde. Gehen wir darüber. Ich weiß, ich hätte auch einfach mich hoch beamen können, aber nee, 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 Leute. Nee, nee, nee. Wir machen das richtig. Wir gehen den ganzen Weg. Ah, das sind schon unsere Freunde. So. Okay. So, also, wir müssen ja, wie wir bereits wissen, hallo, müssen wir ja unsere Waffe aufrüsten und deswegen gehen wir jetzt erstmal hier zum Amboss. Hallo Jungs und Mädels, da bin ich wieder. Keine Sorge, ich habe mich um alle in der Gruft gekümmert. Ihr braucht euch also nicht in eure Rüstung zu machen. Ich hab mich drum gekümmert. So, Tag. Hast du mir was zu sagen? Gerade nicht. Okay, jetzt, so, Leute. Jetzt müssen wir noch mal gucken, wie das geht. Lege deine Waffe auf den Amboss. Was ist das hier? Stoße mit dem Sturmstab zu, um eine Energiewelle zu beschwören, die den nächstgelegenen Feind angreift, den Boden erschüttert, beim Aufprall explodiert und an allen Feinden Schaden zufügt. Das klingt genial. Und das können wir, so wie ich das sehe, auch machen. Und dann haben wir noch, schwinge den Sturmstab horizontal, um 3 Sturmkugeln entlang Bewegungskurve zu beschwören. Sobald die Kugeln beschworen wurden, greifen sie verschiedene Feinde an. Okay, klingt auch cool. So, Leute, ich entscheide mich jetzt erstmal für das hier. Das gefällt mir, weil hier steht so viel mit Erschütterung und Explosion. Ich stehe auf Erschütterung und Explosion, Alter. So, und wir haben dafür auch alles, was wir brauchen. Wir brauchen 2 Sigmarit-Erz und haben 10. Wir haben genug Schriftrollen, wir haben von allem genug. Genau, wir legen das hier auf den Altar, wir legen das hier auf den Amboss. Genau, so, und das wird jetzt gepimpt, Freunde. Und zwar genau mit Erschütterung und Explosion. Fein. Okay, Freunde. Also, dann rüsten wir mal unseren Zauberstab auf. Und geil, oh Mann.
Nice. Super cool. Okay, können wir noch mehr machen? My lord, what is it? Was ist? Wer redet? A small group of the Anvils of the Heldenhammer are still holding out in a chapel by the city necropolis. Their scout came by and marked their position on the city map for you to see. Excellent. I should go and see how they fare. Their trials here were many. They must know more about the soul-stealing specters prowling Shaiish now. Okay, cool. Alles klar, okay. Das reicht dann an Waffenverbesserungen erstmal. Wir haben eine Quest zu erledigen. Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir jetzt unsere Kollegen finden, die sich Heldenhammer nennen. Die haben sich irgendwo in der Stadt verbarrikadiert. Und denen müssen wir wahrscheinlich helfen. Da leuchtet doch was. Warte mal, vielleicht müssen wir dahin. Da oben sehe ich, was leuchten, Leute. Another victory in the name of Sigma. So sieht's aus. Bei dir, alles klar? Ah, okay, Freunde. Ich glaube eher, wir müssen hier hin. Weil da geht's ja eh zum... Da war ja nur der Hafen. Wir gucken jetzt erstmal hier, bevor wir nochmal zurückgehen. Weil irgendwie glaube ich, hier sind wir doch eher an der richtigen Stelle. Gucken wir mal, was da steht. So. Dreadheim. Dreadheim, ja, da müssen wir hin. Dreadheim ist doch die Stadt, wo wir hin müssen, oder? Freunde, let's go. Heute noch. Okay. Alles klar, Freunde. Vorsicht ist geboten. Okay. Und das haben wir auch. So, wir sind ausgerüstet, Freunde. Kann losgehen. Oi, 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 oi. Okay. Was ist das für... No one left alive in this city. No. Not with all the death rattle crawling everywhere. Ja, scheinbar sind alle schon kaputt. Bist du kaputt? Stehst du nochmal auf? Nee, Jod. Was haben wir hier? Ah, okay. Fülle deine Geisterflaschen mit unherziehenden Seelen. Platziere dazu eine leere Flasche in die Aura der Seele. I seen. Ah, okay. So, haben wir doch. Okay. Dann machen wir das jetzt. Nice. Jetzt haben wir hier eine Seele am Start. Werfe die gefüllte Geisterflaschen auf Feindgruppen, aber sei vorsichtig, sie können dir auch selbst, also auch uns, Schaden zufügen. Das ist cool. Das ist cool. Okay. Gut, wir wechseln jetzt erstmal wieder zum Schwert. So. Ich will das mal nicht direkt verballern, wobei wahrscheinlich muss ich das jetzt eh gleich verballern. Werden wir gleich sehen, Freunde. Da leuchtet Wasser, geh mal hin. Okay. Ein Buch. Der Beginn einer neuen Realität, Teil 3. Okay, ja, ja, lesen wir irgendwann. So, Leute, das sieht mir noch nach ein bisschen Platz für einen Kampf aus, oder? Wir sind vorbereitet. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe ein bisschen Angst. Aber nur ein kleines bisschen. Okay, Freunde. So, wie war das? Nein, 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 nein. Easy, easy. Wir benutzen jetzt direkt mal dieses Seelenspaß hier. Was? Nein. Nimm das. Na, super. Die Hälfte. Boah, was ist das denn für ein Typ? Okay, Freunde, 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 Freunde. Das war jetzt... Nimm das! Nicht so gut anfangen, aber kein Problem. Wir sind jetzt momentan. Okay. Ja. Nimm das! Und noch ein Schwerthieb. So, okay. Wir haben noch eine neue Fähigkeit. Wie war das? Nimm das! Nice!
Hab ich noch ein bisschen Saft? Boah. Ah, so, chill mit Öl. Nummer 1. Okay, Leute, ich merke, ich muss erstmal wieder ein bisschen warm werden. Wie viel Saft haben wir? Mist. Okay, Freund. Wow. Dreh, 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 dreh. Und nimm das. Geschafft, Freunde. Na gut, ich bin ein bisschen eingerostet beim Kampf, wie man gesehen hat, aber wir haben es trotzdem auf die Kette bekommen. Gut, so, dann, was haben wir hier? Hier haben wir was. Hier ist was. Da ist eine Treppe, okay. Mann. Leute, wir sind ganz schön eingerostet. Ist aber auch ein paar Wochen her, als wir zuletzt gespielt haben, zu meiner Verteidigung. Sigmarit-Erz und Sturmschriftrollenteil brauchen wir alles zum Aufrüsten unserer Waffen. Okay. So. Ich sehe jetzt hier sonst nichts mehr leuchten. Da geht's weiter. Hier vielleicht auch. Gehen wir erstmal hier hin. Nee, ich glaube, hier geht's nicht weiter. Nee. Okay. Gut. Alles klar. So, dann, Freunde, geht's hier weiter. Hier leuchtet was, ein Buch. Mitnehmen können wir den Spaß hier mal. Nachtspuk, Teil 1. Haben wir hier noch was zu holen? Loot! Was ist das? Ah. Passwort. Nice try, but that's not it. Abraz, this fellow doesn't know the password. Look, lad, I know the world is ending. This is a private event. Take a walk. Okay, irgendwas von einem Passwort? Keine Ahnung, ob uns das nochmal nützlich wird. Bones are all over the place. The power needed to cause such disruptions throughout the realm. Astonishing. Okay. Klingt nach einem größeren, fiesten Boss. Was ist eigentlich das hier? Ach so, die Fackel. Ich dachte jetzt irgendwas, eine mächtige Waffe, die ich übersehen habe. So, ich habe leider kein... Ich habe leider kein Gefäß mehr für die Seele. Ne, habe ich nicht mehr? Ne, habe ich nicht mehr. Okay. Gut. Beziehungsweise nicht so gut. Was haben wir hier drin? Hier sind Dinge. Okay. Da komme ich vielleicht von der anderen Seite dann irgendwann. Okay. Ich befürchte, wir müssen genau hier rein. Okay. Apropos Fackel. Ja, das sieht mir aber ziemlich zu aus. Ne, hier müssen wir nicht rein, Freunde. Wo müssen wir hin? Ich krieg doch das da nicht. Haben wir was übersehen? Gehen wir nochmal ein Stück zurück. Ach so, hier geht's doch weiter. Das habe ich übersehen. Das habe ich übersehen, okay. So. Ja, so, das können wir schon direkt rein. Fackel, Schwert. So. Okay. Ganz schön unheimlich, Freunde. So, wir können das hier abfackeln, das weiß ich noch. So. Tschüss mit Öl. Tschüss mit Öl. So. Okay. Können wir das auch abfackeln? Nee. Hallo? Ist hier jemand? Okay. Rüsten wir uns mal ein bisschen besser aus. Okay.
Okay. Dann gehen wir mal nach da hinten. Ich habe keine Angst. Überhaupt kein bisschen. Kollegen, seid ihr hier irgendwo? Kollegas, Freunde. Okay. Hier scheint die Luft rein zu sein. Okay, bevor wir da runtergehen, einmal kurz umschauen. Oh. Was haben wir hier? Doch nochmal die Fackel. Ups. Where might that ladder lead? Wo die Leiter wohl hinführt? Welche Leiter? Welche Leiter? Ah, die Leiter. Ah, okay, guck mal. Wir haben was entdeckt. Wir haben was entdeckt, Freunde. Sehr gut. Das sieht nach wichtigen Dingen aus. Nach tollen Gegenständen, die wir brauchen. So, so, abfackeln. Nice. Was haben wir hier? Okay, ah, sehr gut. Dann haben wir einmal das. So, was haben wir hier? Eine Kiste. Und das ist immer gut, würde ich mal behaupten. Ja, was ist? So. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Jawohl. Zweimal das äußerst wichtige Sigmariterz. Cool. Okay. So. Was haben wir hier? Buch und noch ein Sigmariterz. Und dann machen wir das mal runter. Und die Tür auf. There's bound to be more around this place. Jo, gibt's. Und zwar gehen wir wieder da hoch. Okay, das war cool. Damit können wir arbeiten, Freunde. Damit können wir arbeiten. So. Da kommen wir doch voran. Okay, weiter geht's. Und zwar. Und zwar. Wo ging es nochmal weiter? Hier ging es weiter. Genau, richtig. Ich hänge. Okay. Okay. Hier ist sonst nichts. Okay, Leute. Das sieht interessant aus. Ist bedrohlich. Aber ich befürchte, genau da müssen wir hin. Na dann los, würde ich sagen. By Sigma, this arch collapsed by no accident. I need to find another way. Oh nope. Was, man muss einen anderen Weg finden, aber erstmal muss ich mich um die Typen kümmern, aber nicht mit der Fackel. Okay, Freunde, nimm das. Jawohl. Nimm ruhig noch so einen. Boah, weg. Freunde. Na komm her, du bist wohl der Opa Zampaloni. Von der Truppe hier, wa? Interessiert mich das? Nein. Ah, nehmen wir noch mal das Ding. War mehr oder weniger ein Versehen, aber. The roads are blocked. Hat Call. Might be a way underground. Okay. So, gut, das lief ein bisschen besser als vorhin. Also, hier geht es wohl nicht weiter. Aber er geht davon aus, dass es einen Weg durch den Untergrund geben könnte. Okay, jetzt sammeln wir erstmal Zeug. Sigmariterz, Dankeschön. Dann haben wir hier nochmal so ein Gefäß, das wir auch direkt mal auffüllen mit einer leckeren Seele. Komm zu mir. Kommt mit. Dankeschön. Okay. So. Rüsten wir direkt das Schwert erstmal nochmal aus. So, was haben wir da hinten? Hier haben wir auch einiges.
an. Loot! Und her mit dem Loot. Okay, jawohl, Schriftrolle, dankeschön. Sigmarit Erz, dankeschön. Ah, hier geht's runter. This, a hidden passage. Sieht so aus, wie ein Geheimgang. Haben wir hier denn alles? Da oben habe ich noch was leuchten sehen. Ja, ah, da ist ein Weg. Gucken wir noch mal, wo der hinführt. Schriftrolle. Okay, dann können wir beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen mehr aufpimpen. Oh, säckeln wir noch da hoch. Und gucken. Ah, fein. Da können wir unsere zweite Flasche auffüllen. Das tun wir auch. Na komm. Habe ich jetzt. Bisschen komisch. Okay, haben wir. Gut. Aufgabe? Heldengrab. Okay, das ist irgendwie eine andere Aufgabe. Heldengrab. Okay. Ich würde sagen, das merken wir uns. Da gehen wir später hin. Wir folgen jetzt erst einmal der Main Quest. Und ich befürchte, die führt uns jetzt darunter. Will ich darunter? Nein, nein, ich will nicht darunter. Muss ich darunter? Ja, ja, ich muss darunter. Was tut man denn nicht alles als Held? Oh nein. Wieso muss es immer eine Kanalisation sein? Warum? Warum muss man immer nach unten und durch eine siffige Kanalisation? Es könnte auch sein, es muss auch einen Weg oben drüber geben. Schön über die Burgmauern, die schön sauber und cool sind. Nein, 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 nix Burgmauern. Man muss in die Kanalisation runter. Oh, das muss wohl scheinbar so sein. This must be a part of the sewer. Sag ich doch. Okay. Schwert. Danke. Okay. Ich habe keine Angst. Ich finde eine Kanalisation toll. Da geht's ja weiter. Ich mag Kanalisationen. Die sind so schön dunkel. Oh, Leute, wieso? Wieso eine Kanalisation? Oh. Hallo? Ist da jemand? Und tot oder lebendig? Nee, nix so. Oh. Bitte melden. Alter, nicht witzig. Okay, da geht eine Treppe hoch, eine Leiter hoch. Hier haben wir nochmal so einen Kollegen, aber ich habe schon alles aufgefüllt. Sigmarit Erz. Ja, damit. Could this be the way out? Ja, das könnte. Ja, das könnte der Weg raus sein. Aber, Freunde, so ungern ich das tue, da ging es auch lang. Oh, die Geräuschkulisse ist übel. Okay. Okay, aber hier scheint es sonst nichts mehr zu geben. Okay, gut. Was machen wir hier? Können wir es abfackeln? Oh, okay. Können wir. Ah, nice. Doppel nice. So. 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 Okay. Aufmachen. Okay, fein. Fein. Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. Gut, dass wir nochmal zurück sind, Freunde. Okay. So. Dann hatten wir irgendwie Glück mit der Kanalisation, dass es hier nichts gibt, was uns angreift. So. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hoch. Dann geht's hier weiter. Wir rüsten uns direkt richtig aus. Haben wir alles? Die Fackel brauche ich wahrscheinlich hier unten nicht mehr. So. Das ist mein Lieblingszauberstab, den nehmen wir. So, da wieder raus aus diesem
Dreckloch da unten. Und zwar schnelli, schnelli. Born okay. From the other side. Where have I heard that before? Boah, von der anderen Seite versperrt. Hier geht's gar nicht weiter, Freunde. Okay, wieder runter. Ich bin doch voll der mächtige Typ. Warum kann ich das nicht einfach aufbatschen? Okay. Dann muss es hier wohl doch noch irgendwas geben. Haben wir doch noch was übersehen. Ah, hier geht's weiter, Freunde. Hier geht's weiter. Okay, das habe ich eben übersehen. Alles klar. Ganz ruhig. Don't panic. Vielleicht habe ich mich zu früh gefreut eben, als ich sagte, schön, dass wir hier nicht angegriffen wurden. Okay. So, dann raus. Okay, es geht raus. Oh, Gott sei Dank. Okay, ah ja. Ich glaube, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Da, wo wir hin wollten. Okay. Geht to the burial grounds. I wonder if the wards against the undead still hold. Okay, das Tor zur Grabstätte. Okay. What? Of course. Why not? Was denn? Oh, natürlich. Wieso nicht? Genau. Wie er sagte. Oh, nimm das und das und das und du nimmst das und ich hau ab. Beamen wäre irgendwie noch nett. Hallo Freunde. Holt euch ein Stück von mir, wenn ihr ein Stück wollt, müsst ihr es holen. Wisst ihr was? Weißt du, wisst ihr, was ihr jetzt an Latz kriegt? Das hier kriegt ihr an Latz. Und ihr kriegt nochmal einen an Latz, weil es so schön war. Oder weißt du, wisst ihr was? Ihr kriegt das hier an Latz. So. Wie schmeckt euch das? Nicht so gut, wa? Das hat irgendwie nichts gebracht. Okay, dann auf die altmodische. What? Na toll. Ein bisschen Saft ist noch drin. So, den haben wir. Was? Leute, ihr geht mir ganz schön auf die Nüsse. So, weg hier. So, ja, lad du auf, lad du auf. Her, Freunde. Netter Versuch. Was ist mit euch? Ja, habt ihr eingesehen, das hat keinen Zweck, wa? Wenn ihr denkt, ich verschone euch, habt ihr euch aber ganz schön geschnitten. Was ist los mit euch? Na, dann... Nicht mein Problem. So. Nur noch wir zwei, wa? Nimm das! Okay. Die letzten. Wo? Okay, ich dachte. Okay, die letzten Gegner sind irgendwie so ein bisschen hängen geblieben. Wurscht. Puh, okay, so. Das hätten wir geschafft. Gucken wir uns hier mal um, bevor wir da unten zu dem Tor gehen. Hier gibt's vielleicht auch noch was abzustauben. Boah, was ist das denn hier? Ja, hier gibt's. Ja. Allerdings. Oh, zum Geier. Sind wir hier gelandet? Boah, labyrinthmäßig. Geht's einfach mal der Nase nach. Okay. Ganz schön unheimlich, Freunde. Okay.
Gut, ich glaube, hier haben wir. Hier sind wir richtig. So oder so sind wir hier richtig. Ah, okay, wir werden hier ganz schön ausgerüstet. Das kann ein schlechtes Zeichen sein. Vielen Dank. Muss es aber nicht. Malen wir den Teufel mal noch nicht an die Wand. Was haben wir hier? Jawohl, danke, danke. Okay, da ein Hebel. Geboren, um zu betätigen. Um betätigt zu werden. Ich muss nicht ganz um diesen... Okay, alles klar. Mal eine Tür, die aufgeht. Okay, hier ist wieder ganz schön viel Platz für Kampf und so. Na? Okay. Ich bin bereit. Nee, jetzt sind wir wieder hier. Ah, okay. Genau, jetzt sind wir wieder hier. Okay, alles klar. Die Tür haben wir aufgemacht, damit wir auch wieder quasi eine Abkürzung haben. Nee, dann geht's aber hier, würde ich mal sagen, noch weiter. Okay. So, da waren wir, glaube ich, noch nicht. There it is. The noxious scent of foul magic again. Okay, unreine Magie. Ah, Leute. Ich glaube, da geht's weiter. Was haben wir hier? Hier haben wir was zum Abfackeln. Dann tun wir das auch. Jawohl, eine Kiste. Also, es lohnt sich definitiv, die Augen offen zu halten. In diesem Spiel. Atmosphärisch granatenmäßig, Leute. Dankeschön. Okay. So. Alles klar. Hier geht es wohl weiter. Und zwar mit einem Kampf. Hallo Jungs. Ihr wollt ein Stück von mir? Dann holt es euch. Oh, ich bin ein Dottel. Okay, ich wollte jetzt mit der Fackel hier voll abgehen. So, wer will als erstes? Du. Und wer will dann drauf gehen? Du. Okay, in Ordnung, kein Problem. Ich erfülle eure Wünsche. So. Okay, ich habe schon gesehen, da kommen noch mehr von diesen Typen. Okay, dann kommt er. Nein! Nicht ganz zuverlässig, der Zauberstab. Okay. Ist gut. Und der Obermotz. Von den Jungs hier zumindest. Saft alle! Was geht? What? Bye. Okay. Das hätten wir. Für hier. Okay, wo geht's weiter? Huh. Das war gut. Das belebt doch die Geister. Okay. Was ist das? Brauche ich nicht. Ich glaube, ich habe meinen Jungs gefunden. Jungs! Na, seid ihr ja. At ease, Anvils of the Hildenhammer. You seem on edge. Is there troubles ahead? There always is. Trouble is putting it lightly. Praise be Sigmar for sending you our way. Kein Problem, Leute, ich bin jetzt da. I bring grave news to add to your own. Where is your leader? Wo ist euer Anführer, Jungs? My aid. In the chapel ahead. Please make haste, my lord. Stand strong.
Okay. Ah, und hier können wir die Waffe aufrüsten. Und hier geht's als nächstes rein. Und unser Auftrag ist als nächstes, sprich mit dem ersten Liberator. Sehr cool. Alles klar. Wunderbar, Freunde. Okay, da ist noch ein Kollege. Tach. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir nächstes Mal weiter. Japp. Das war sie also, unsere dritte Runde in dem Spiel Warhammer Age of Sigmar Tempest Fall. Und auch dieses Mal hat es wieder Spaß gemacht, uns durch diese mystische Welt zu kämpfen. Und ich freue mich auf unsere vierte Runde von dem Spiel Warhammer Age of Sigmar Tempest Fall. Wenn ihr mit dem Video Spaß hattet, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Hier sind außerdem noch weitere Videos, mit denen ihr dann garantiert auch Spaß haben werdet. Also angucken und auch Daumen nach oben. Und ihr könnt ja auch direkt den Kanal abonnieren. Damit helft ihr mir sehr und das freut mich von allem am allermeisten. Dankeschön dafür und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!